Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Ja, ich habe hier nichts mehr. Gut, es laggt noch ein bisschen. Muss alles noch laden. Sorry dafür. Ich habe ein bisschen gefarmt und falls eventuell ein oder zwei Levels bekommen. Nein, ich glaube nicht. Oder habe ich die noch nicht verteilt gehabt? Ja, vor allem habe ich nichts Gescheites gefunden. Also gehen wir wieder auf Cruel und dann wieder in die Mud Flats. Und das letzte Mal ist ja das Spiel abgestürzt. Und jetzt müssen wir da noch mal kurz eines der drei Dinge noch finden. Glyphen. Ah ja, R. Vergiss immer R zu drücken. So. Ja, wir werden recht stark jetzt durch die Passiven auch. Und dann werden wir noch ein bisschen defensiv und dann wieder ein bisschen stärker und auch schneller. Die haben Elementar-Damage, das juckt uns nichts. Aber haben schon viel Leben. So, ist das die? Ja, die letzte Glyphe. Ah, hier haben wir sogar noch ein Pfahl. Ein Pfahl-Area. Das Shocking Strange Sinkhole. Für es. Sink in der Höhle oder was ist es? Okay, wir haben Blitzresistenz, das juckt uns wenig. Dann machen wir doch das zuerst. Hoppala. Oh. Macht schon Damage, aber nicht so viel. Dass ich in Schwierigkeiten gerate. Also mein Charakter. Oder unser Charakter. Und für ein Level Up gibt es auch hier von den Games ein Level Up. Die waren ja schon gelevelt, aber sie konnten noch nicht ein Level hochkommen. Das passiert jetzt durch das Level Up. Okay, das ist Armor, Amazing und Energy Shield. Also kurz, schnell hier. Ach komm schon. Runter. Und hier ist der Boss. Ich hoffe nicht, das komische Auge. Scheinbar nicht. Wo ist der Boss? Ah, der. Okay, ich weiß, welches es ist. Ja, toll. Muss ich schon einen Heiltrank trinken, weil es leckt. Der Sink. Ice Nova nehme ich mit. Also ein Zepter, eine Rüstung und eine Axt. In Rare. Und da oben ist nichts mehr. Da unten könnte noch. Ah ja, Gegner. Der Void Trash. So, also. Jetzt können wir dann auch einen passiven Punkt
dazu bekommen durch die überflutenden Tiefen. Die Quest killt den Großen von diesen Spuckteilen. Also Schießteilen. Wir machen es ja mit dem Schwanz. Und hier ist der Auspeck Bloom, ein Boss von dieser Ebene. Kisten öffnen ist nichts drin. Ein Bell ist eine Schriftrolle der Weisheit. Ich freue mich, wenn das mal auf Deutsch kommt. Aber ich hoffe, schon in diesem Patch, der angekündigt wurde, der große. Was Genugtuung, weil kein neuer Akt kommt. Hoffentlich. Aber es wird natürlich sehr wenig preisgegeben. Ja, lassen wir das noch. Gehen wir noch nicht in die Stadt. Wenn wir über 1000 Schaden machen, können wir auf Dolch umskillen. Und dann die Mindflay-Dolche benutzen. Dazu muss ich einfach ein paar Nots rausnehmen. Weil wir verlieren zwar viele Life Leash, aber da wir sowieso recht zäh werden in nächster Zeit, hat das nicht so ein schlimmer Ding. Also wir werden zwar ein bisschen weniger leashen, also neu regenerieren, aber dafür sind wir zäh, bekommen von den Attacken nicht mehr so viel Schaden. Und dafür machen wir viel mehr Damage. Und das ist doch auch mal was. Weil auch die Crit-Chance erhöht wird. Sehr sogar. Aber ich müsste genug Respect-Orbs haben. Warum mache ich das nicht? Weil ich muss relativ viele zurücksetzen. Merke ich gerade. Bin gerade am Denken, wie ich den Weg dann mache. Ich werde oben dran, über den Anfängen vom Shadow, werde ich den mittleren Weg nehmen und dann rechts hoch bei Crit Chance rüber und dann doch dort noch das Teil mitnehmen. Ich sag's euch gleich. Also wenn ich jetzt hier den mittleren Weg nehme, wie ich den habe. Ah, die sind hier. Ich dachte, die sind hier oben. Okay, dann kann ich hier die zwei nehmen. Die zwei. Und hier hoch bis zu Nightstalker. Das eins weiter muss ich nicht haben. Und das gehört ja raus. Das muss ich nie skillen. Das gehört raus. Das gehört raus. Da will ich eben 12% Life Leech. Aber das bekomme ich dann mit dem Life Leech Gemma ich bald zurück. Hier raus. Eventuell dann hier unten ein bisschen rein. 18%. Hier hat sogar noch Life dazu. Ja, eventuell, aber ich glaube nicht. Und dann kann ich da hier hinunter. Den Einhand könnten wir dann noch nehmen, genau. Dann muss ich das nicht skillen. Das sind für Bögen. Hier ist auch wieder Duellwelt. Muss ich nicht nehmen.
die eventuell ganz viel später nehmen. Ah, hier hat sie sogar noch One-Hand-Damage. 24 wäre nicht schlecht, also ich schau dann mal. Dolch hat er hier unten leider nirgends. Gehört nicht Schwert, Dolch hier zum Schwert. Das heißt mit Schwert, also Dolch gehört nicht zu Schwert, oder? Ich weiß es nicht. Ja, schauen wir dann, was wir noch dann machen. Hat's hier irgendwo noch Dolche? Nö. Das ist wirklich nur beim Shadow. Okay. Ah, und eventuell kann ich dann ja mit zwei Waffen denken. Aber zuerst werde ich es noch versuchen mit dem Schild. Oder mit einem anderen Schild dann. Weil Dolche sind halt natürlich noch viel schneller im Angreifen. Also wenn man Dauer-Ding macht. Ich muss einfach mit den MF-Items noch genug zäh sein. Sonst bringt es wirklich nichts. So, und hier ist der Boss. Also zuerst jetzt mal leveln, bis wir Ding haben, Iron Reflexes. Und dann mal schauen. Ein Chromatico Obsession. T. Und Skillpunkt. So. Zuerst identifizieren. Recht gut hier die Axt. Aber nein, wir brauchen so lange keine Axt. Tun wir sie mal hier in die Gilde-Geste. Wir haben ja noch Platz. So. Schlecht. Nichts Gutes. So, und dann hier. Wie viel mehr Damage machen die Mightfly-Dolche? 51 bis... Ja, die machen viel mehr Schaden. Und 10 Life-Gain ist sogar noch drauf. Beim anderen auch. Ich schaue jetzt gleich, vielleicht können wir jetzt schon umstellen. Was sind die? Weiß sind sie. Die da. Regret. Haben wir 20? Haben wir noch irgendwo welche? Nein. Ich schaue jetzt mal. Also wir fehlen 6. 12 Life Leech. Haben aber dadurch, wenn man jetzt die Rüstung dann noch austauscht, minus 5 bis 12 Physical Damage. Und wenn wir jetzt diese Rüstung hier hinkriegen, da muss ich übrigens noch färben. Eben wie gesagt, Reef Fast Attacks brauchen wir. Wir müssen 2 grüne und 2 rote hinkriegen, also einen muss ich ändern können. Mist, das geht nicht so gut.
Komm schon, bitte. Ja, das ist ein grüner und ein blauer. Das sind zwei. Das ist auch nicht gut. Scheiße, ich verliere alle meine Orbs. Komm, grüne. Sollten mehr grüne drauf gehen. Ja, alles blau möchte ich auch nicht. Ah, das ist mal wieder typisch Zufall. Das ist sehr schwer hinzukriegen. Rot. Es ist unmöglich. Zwei. Oh Gott, wir haben alle verschwendet jetzt. Okay, das war richtig ein Fail. Ja, wir haben keine mehr. Wir brauchen alle rote, sonst blaue brauchen wir eigentlich nicht. Oder einen blauen wäre schön. Und dann sollte man alle noch zusammenkriegen. Das ist auch sehr, sehr schwer. Haben wir übrigens solche Orbs? Nein, wir haben keine. Ich muss die alle suchen gehen. Dann werde ich mal... Die Mindfly kann ich auch nur drei haben. Ja. Ich brauche eine bessere Rüstung. Ich muss eine bessere Rüstung finden. Unbedingt. Ich habe keine andere Rüstung, die mehr Sockel hat. Weil da könnte ich die vorübergehend benutzen. Ja, okay. Wir schaffen das schon. Ich tue sie wieder rein. Und tue halt, bis ich die habe. Mit den Dolchen kämpfen. Nein, nicht hier rein. Hier rein. Ich habe schon langsam das Vergnügen, Ding mehr Damage zu machen. Ich will es so schnell wie möglich hinkriegen. Wir werden nachher ein paar Runs machen hier im Spiel. Weil ich ja alle MFI immer noch anhabe, kann ich dann ein paar von diesen Ledge-Runs machen. Da werde ich hoffentlich etwas finden. Weil die auch nicht so langweilig sind und relativ schnell durch sind immer wieder. Hä? Ich muss das wieder anschalten. Wieso ist das wieder aus? So. Genau. Alles Highlight war einfach aus. Weiß der Kacke wieso. Ah, ich glaube, ich weiß, wieso. Input, da gibt es noch ein zweiter Ding, der heißt Highlight Items. Das ist der nicht, das ist der normale. Muss ihn ja nicht speichern. Also dann gibt es wahrscheinlich nicht so einen Punkt, wo man das ändern kann, ob die Objekte an da sind. Das sollten sie mal ändern, weil das ist schon wichtig. Ein Jeweles Orb, gut.
hier schon mal so eine, für wenn wir eine neue Rüstung haben, damit wir dann mehr Sockel reintun können, eventuell. Aber ich habe, glaube ich, auch noch zur Verfügung. In der Kiste. So, hier geht's noch raus. Letsch. Also machen wir ein paar Runs von hier aus. Also in diesem Gebiet die Runs. Wenn sie nicht so sehr wären. Ein Tomahawk. Ja, nehme ich nicht mehr. Weil Einhand-Axt brauchen wir nie ehrlich. Für unsere Builds. Ein kolossaler Mana-Trank. Den nehme ich mit. Plus ein Gebiet, und das ist sehr leicht. Ein Wahlgebiet. Also schauen wir mal. So, Hammerteile. So. Okay, ein sehr langer Name für ein Skillgame. Hier ist nichts. Das sind die Arschlöcher wieder. Ihr seid so nervig. Lasst meine Leichen in Ruhe. Das sind meine Leichen, die habe ich getötet. Oh, habe ich jetzt Heiltränke getrunken? Ich wollte. So. Hey, lasst mich jetzt in Ruhe. Geht weg da. Ja, ihr da. Oh Gott. Kann ich mich auf den konzentrieren? Oh Gott, macht der Damage mit dem? Ja, zu viel Damage. One Hit. Okay, R. Ah, wir müssen rein. Wir sind noch nicht drinnen. Ah, nicht wieder raus. Oh. So, jetzt. Gut. Das ist ja nicht weiter Weg. Revanche, Revanche, ich will eine Revanche. Kackpratze. So, auf mit dem Schild. Gut. So. Hier ist noch so eine. Sack Face of Dusk, die nehme ich jetzt mal nicht mit. Weil ich habe genug und ich muss jetzt nur noch wissen, wie das geht. Wie man die zusammensetzen kann. Dafür muss ich ein bisschen recherchieren. In Wikipedia ist das poe.xz oder so ist eines der Informationsseite. Aber ich glaube, die. Ah ja, die muss man. Die muss man ja beim Mapmaker da im dritten Akt. Ja, diese Frau.
reintun, genau. Und die sollten sehr schwer sein, also die am Anfang noch nicht machen. Wenn wir dann Zugang haben im höchsten Schwierigkeitsgrad. Beim Normal und im Cruel kann man die gar nicht benutzen. Diese Maschine für die Maps. So, hier haben wir noch ein paar Skelette. Und hier. Oh, sind die schnell gestorben. Ja, manchmal, wenn ich kritte, dann bin ich sehr stark. Noch eine Flask. Noch ein Zepter. Und da kommt bald der große Tod im. Der Boss. Gib mir Damage. Schon tot. Nun gut. So. Und dann New. Und nochmals von vorne. Irgendwann finden wir genug von den Teilchen. Aber ich werde nicht lange hier MFen. Weil, ja, die Chance ist immer noch sehr klein, die zu finden. Natürlich. Vielleicht sollte ich mal traden. Ich sollte die Dinge hier traden können. Also eben Äxte brauchen wir nicht. Zu schwach. Ach, zu schlecht. Ja, Äxte Charges. Können wir austauschen. Mana Leech dazu brauchen wir nicht. Weil die Flask-Effekte sowieso sehr lang schnell wirken, also nicht sehr langsam down Ding. Und wenn wir dann noch live Mana Leech haben, dann haben wir zwar noch ein bisschen mehr Mana bekommen, aber
Schaut, ich habe ja eigentlich nie Mana-Probleme. Nicht den mitnehmen. Na, ja, jetzt hast du den Steineffekt nicht mehr, hä? Geh in dich down. Du nervst. Bam. Ein Seeken Grub. Das ist eine Rissi. Okay, dann schreiben wir mal im Shop, wie viel denn so ein Ding kostet. Hello. Zuerst aber verkaufen. Und dann hier, die verkauft es nicht. Git, ein Haar. So. Die verkauft es. 3 Jeweler's Orbs. Oh Gottchen. Ich hab doch so wenig. Kann die Jeweler Orbs nicht herstellen? Wir haben 20. Plus 8, plus 1. 29. Wie kann man die Jeweler Orb herstellen? Die kann man nicht herstellen. Doch, hier oben. 2 Orb of Alteration. Dann werde ich die mal aufbrauchen. Sehr schön. Und dann die kaufen. So. Jetzt probieren wir es nochmal. Ich wusste gar nicht, dass es so leicht ist zum Handeln. Ich dachte, die wären viel teuer. Nein, ein Blatt. Moment kurz, können wir Life Leech irgendwie anders kriegen? Wie am besten? Ein blauer müsste noch Ding werden. Wie können wir das machen? Es gibt keine Ding. Was haben wir denn hier irgendwie? Clarity. Da ist ja nichts Gescheites. Das ist das Blöde. Ja, wir müssen das weiter probieren, bis wir es haben. Ja, jetzt haben wir es. Jetzt müssen wir die nur noch verbinden können. Da schaue ich jetzt mal, wie die Verbindung Ding, ob die man kaufen kann. Ja. 4-mal Jewels Orb. Jetzt haben wir keine Jewels Orb mehr. Ich müsste das Orb of Alteration mehr machen. Okay, den ersten Schritt haben wir geschafft. Das ging schneller, als ich dachte. Toll. Jetzt müssen wir dann nur noch umskillen. Ah, ich wollte dann nicht hier rein tun. Nicht das. Das da. Ich wollte den hier rein tun. Weil den brauche ich ja nicht. Ich bin kein Summoner. So. Jetzt. Machen wir also weiter. Ich denke, ich mache jetzt mal kurz einen Cut und dann sehen wir im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.